Nice to meet you, Stefan. Vor einiger Zeit lag dieses Buch bei mir im Briefkasten, relativ unvermittelt, und da steht drin: Lieber Timo, viel Freude bei dieser gedanklichen Reise in die ewige Stadt. Herzlichst, dein Stefan. Das Buch hat Stefan Gödde geschrieben. Er ist bekannt als Moderator der Sendung Galileo. Und ich habe das von ihm geschenkt bekommen mit persönlicher Widmung. Und das Ganze hat folgenden Hintergrund. Damals, 2018, waren wir zu einer kleinen Forschungsexpedition in Jerusalem, genauer gesagt in der Stadt Davids im Hiskia-Tunnel. Und dort sind wir durch den Tunnel gelaufen, schon relativ früh am Morgen, weil wir wollten die Besucherströme abhängen sozusagen. Also wir wollten vor den Besucherströmen da rein, damit wir möglichst langsam durch diesen Tunnel gehen konnten, um ein paar Dinge noch zu checken, die wir an den Tagen vorher, wo wir auch schon drin waren, einmal dann sogar mit dem Archäologen Ronny Reich. Und da haben sich noch ein paar Dinge ergeben, die wir einfach nochmal genauer anschauen wollten. Mit dem Forscher Ulrich Romberg, mit dem ich da zusammen war, und mit meinem Schwiegervater, dem Albert Röhm. Und dann sind wir durch diesen Tunnel gegangen, und relativ am Ende war dann schon so, dass man gemerkt hat, jetzt kommen die ersten Touristen, die jetzt halt auch so langsam in diesen Tunnel hinein sind. Und wir waren relativ konzentriert mit Untersuchungen und Messungen beschäftigt, und dann kamen eben diese Leute hinter uns, und ich habe dann versucht, während Ulrich und Albert noch beschäftigt waren mit einigen Dingen, diese Leute aufzuhalten sozusagen, ihnen ein bisschen Verständnis zu vermitteln, dass wir noch ein bisschen brauchen und dass es nicht so schnell geht. Und dann habe ich die einfach zugetextet und relativ viel erzählt, was wir da gerade machen und warum wir das machen und so weiter. Ich habe da noch das Video, wo eigentlich der vollständige Durchgang gefilmt ist, und habe da mal reingehört. Also ich habe wirklich mich um Kopf und Kragen geredet sozusagen, um die Leute da ein bisschen zu besänftigen, dass wir jetzt einfach noch etwas brauchen, weil Überholmanöver in diesem Tunnel sind äußerst schwierig, und vor allem, wenn man dann drei Personen miteinander unterwegs sind. Ich glaube, wir müssen... Hallo, guten Morgen. Oh, das ist Timo vorbei. Oder? Das geht nicht. Wir müssen. Wir sind bald fertig. Geduld. Sind Sie kurz Geduld? Machen wir. Weil diese Bogung hier, die ist sehr spannend eigentlich. Darf ich nochmal zurückkommen? Ja, darf man noch ein ganz kleines bisschen zurück. Wir wollten einen großen Vorsprung, aber das haben wir jetzt aufgebraucht. Ein paar Messungen gemacht. Da hat irgendwann mal jemand von draußen aus Versehen reingebohrt. Und nein, zwei Meter tief komme ich, und da ist Feierabend da hinten. Ja, jetzt machen wir hier. Seite. Machen wir jetzt so an der Wand entlang. Was ist das denn für ein Forschungsprojekt? Ja, genau. 60. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Privatprojekt, weil der Herr da vorne sich sehr lange schon damit befasst. Und wir hatten jetzt am Donnerstag die Möglichkeit, mit dem Professor Ronny Reich hier eine Begehung zu machen, und haben dann einiges angeschaut, und jetzt sind wir nochmal auf eigene Faust hier und schauen uns die. Jetzt haben wir hier die Höhe, 1,45 Meter da vorne, und jetzt noch eine kurze Messung dahinter. Und der Durchmesser von dem Ding war eigentlich 13 oder so. Und dann sind wir dann letztendlich dann doch aus dem Tunnel noch herausgekommen. Und der Mann hinter mir, mit dem ich die ganze Zeit geredet habe, der hatte noch einen Begleiter dabei. Und dieser Begleiter kam dann auf mich zu und sagte, das war ja alles sehr interessant. Und es hat sich dann herausgestellt, das Gesicht ist dann doch relativ bekannt, es war Stefan Gödde, der Moderator von Galileo, von dieser Wissenssendung, die meine Kinder auch immer wieder gern geschaut haben.
Sie waren damals ein paar Jahre jünger wie jetzt. Und ich habe dann Ihnen ein Foto geschickt von Stefan Goethe und von uns und habe Sie gefragt, ob Sie ihn kennen. Und dann waren Sie schon etwas perplex, dass man dieses Fernsehgesicht dann plötzlich zusammen mit dem Papa auf der WhatsApp-Nachricht sieht. Und er hat dann sein erstes Buch veröffentlicht, das hieß Nice to Meet You Jerusalem, also das neue heißt Nice to Meet You Rom. Und in diesem Buch hat er dann tatsächlich von dieser Begegnung mit uns geschrieben und ich will das gerade mal vorlesen. Archäologen aus Schwaben heißt es da. What's that? Fragt Abraham oder Abraham. Es sind Stimmen, zwar noch leise in der Ferne, aber je weiter wir gehen, desto lauter und verständlicher werden sie. Irgendwann bin ich mir sicher, vor uns im Tunnel wird Deutsch gesprochen, im schwäbischen Dialekt. Ein schwaches Licht taucht auf, das immer heller wird. Und kurze Zeit später stehen Abraham und ich vor einer Expeditionsgruppe aus Deutschland. Ausgerüstet mit Stirnlampen, Profikamera und Messinstrumenten sind vor uns drei Männer, die ein bisschen verlegen, aber sehr freundlich um Entschuldigung bitten, dass sie uns jetzt eine Zeit lang den Weg versperren müssten. Denn überholen könnt ihr nicht, das ist zu eng, höre ich einen von ihnen sagen. Eine unerwartete Zwangspause also, die ich aber gerne nutze, um mehr über diese deutschen Forscher und ihr Projekt zu erfahren. Der Mann direkt vor mir ist Timo Roller, Organisator der Expedition und mit der Kamera in der Hand für die Dokumentation zuständig. Vor ihm als Vermesser Albert Röhm und als erster Mann in der Reihe der 80-jährige Ulrich Rumberg, der eigentliche Experte für die unterirdischen Anlagen der Davidstadt. Rumberg forscht bereits seit mehreren Jahrzehnten am Hiskia-Tunnel. Schon in den 1970er Jahren war der Diakon und Religionslehrer im Rahmen einer Gruppenreise in Jerusalem gewesen. Damals war der Tunnel noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber Rumberg war trotzdem wie gefesselt. Und diese Faszination Hiskia-Tunnel ließ ihn einfach nicht mehr los. Immer wieder kämpfte er sich durch die verschiedensten Archive, las stapelweise Expeditionsberichte von den Tunnelpionieren Warren, Parker, Schick und Robinson, übersetzte wissenschaftliche Texte aus den Originalsprachen, um alles richtig zu verstehen. Warum nimmt der Hiskia-Tunnel zwischendurch so einen seltsamen, geschwungenen Verlauf, möchte ich von Ulrich Romberg wissen. Nun ja, eine Theorie sei, so sagt er, dass man unterirdischen Königsgräbern ausweichen wollte, die als heilig galten. Oder man habe den zweiten Tunnel, den kanaanitischen Kanal, ansteuern wollen, der streckenweise parallel zum Hiskia-Tunnel verläuft. Rombergs eigene Theorie hingegen lautet, dass es sich um eine Art Notfallplan handelte. Für den Fall, dass der Feind bereits früher als erwartet angerückt wäre, hätten die Erbauer unterirdisch ganz bestimmte Orte angepeilt. Diese Orte wären dann durch Schächte von der Oberfläche besonders gut erreichbar gewesen. Wie gesagt, viele Forscher, viele Theorien. Aber was ist mit dieser einen Frage? War es wirklich vor allem Intuition, dass sich die Bautrupps unter Tage Hacke gegen Hacke begegneten? Einige Forscher behaupten das, doch Romberg ist sich sicher. Dieser Tunnel ist Ausdruck von präziser Ingenieurskunst, das faszinierendste unterirdische Bauwerk der Antike. Hier und heute will er seine These mit eigenen Messdaten untermauern. Ein enorm wichtiger Tag also für sein archäologisches Erbe. Unser Expeditionstross setzt sich wieder in Bewegung, die Männer machen Fotos, vermessen mit modernen Instrumenten immer wieder Höhe, Breite und Ausrichtung des Tunnels. Nach ein paar Minuten sehen wir auf der linken Seite der Tunnelwand die legendäre Steintafel, genauer eine Replik jener Tafel. Das Original befindet sich im Antiken Museum in Istanbul. In althebräischer Schrift steht hier, wie das Ganze damals abgelaufen ist. Wie er war, der alles entscheidende Moment. Zwei Männer, einer hier auf dieser Seite des Tunnels und nur noch getrennt durch ein letztes Stück Felsen vom Mann auf der anderen Seite. Beide können die Stimme des anderen bereits hören und dann Mann gegen Mann, Hacke gegen Hacke, endlich der Durchbruch. Mission geglückt, was für ein Triumph. Wie haben die Männer das bloß geschafft, fragen sie sich. Einige Forscher vermuten, dass sich die Arbeiter durch Klopfsignale von oben orientiert haben könnten. Ulrich Romberg dagegen meint, dass es nicht Klopfzeichen waren, nicht das Ergebnis von Versuch und Irrtum, sondern das Resultat sehr präziser Vermessung und Planung.
schon vor 2700 Jahren. Vielleicht setzt sich ja irgendwann seine Theorie durch. Diese Theorie hat quasi dann Stefan Goethe in diesem Buch zum ersten Mal einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Und es war wirklich auch nett, dann im Vorfeld hat er mir nochmal das Manuskript geschickt, um das Korrektur lesen zu lassen sozusagen, ob das von der fachlichen Seite her stimmt, und hat dann auch Korrekturvorschläge da übernommen. Der Stefan Goethe hat sich dann wirklich als ein sehr umgänglicher Typ herausgestellt, und wir haben immer mal wieder WhatsApp-Nachrichten auch ausgetauscht, und ich habe ihm mal was geschrieben, was es Neues gibt vielleicht aus Jerusalem oder der Davidstadt. Und vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich dann ein Magazin gemacht als Motto Bibelabenteurer, um bei einem Kongress damals unsere Arbeit von Moria etwas vorzustellen. Und als Bibelabenteurer ist mir dann eingefallen, ja, Stefan Goethe ist ja auch so eine Art Bibelabenteurer. Und ich habe dann gefragt, ob es für ihn denkbar wäre, ein kleines Vorwort zu schreiben für dieses Heft. Und das hat er dann gemacht, und das hat mich wirklich sehr gefreut. Und genau, sein Jerusalem-Buch habe ich dann mal als Weihnachtsgeschenk für ein paar Freunde auch in höherer Stückzahl eingekauft. Und also es war dann immer irgendwie nett, dass man hier und da mal noch kurz miteinander Kontakt hatte. Und dann hat es mich eben sehr gefreut, dass er jetzt ein neues Buch veröffentlicht hatte, Rom. Und auch Rom ist natürlich eine sehr spannende Stadt, und auch dieses Buch ist ziemlich dicker als das Jerusalem-Buch, enthält sehr viele Tipps, und er hat da so eine sehr persönliche Art zu schreiben, dass man jetzt nicht irgendwie den völligen Überblick über die Stadt bekommt, sondern so ein paar punktuelle Dinge, die er als Leckerbissen dann vorstellt und die wirklich dann auch aus meiner Sicht, also aus einer biblischen Perspektive heraus, durchaus sehr spannend sind. Und da hat ja auch Rom vieles zu bieten. Und ich war selber schon mal in Rom, das ist schon etliche Jahre her, 2005. Und das Buch hat mir jetzt wirklich auch Lust gemacht, da mal wieder hinzugehen, weil es doch Dinge enthält, die ich damals nicht gesehen habe. Zum Beispiel das unterirdische Haus von Kaiser Nero, dem großen Christenfeind. Dann verschiedene Codewörter, mit denen man im Vatikan dann Sachen besuchen kann, die jetzt nicht so für jeden zugänglich sind. Und vor allem auch das Grab von Petrus. Das ist schon sehr genial, das sich unter dem Petersdom befindet. Also das will ich unbedingt, wenn ich mal wieder nach Rom komme, besuchen. Und auch dann beschreibt er so ein bisschen kulinarische Dinge, die Pizza Ebraica im jüdischen Viertel aus einer koscheren Bäckerei, und sagt dann, dass es auch hier angeblich so ein Gefühl wie in Jerusalem gibt. Und das sind nur einige Stationen auf seiner coolen Entdeckungstour, die er auch wirklich so lockerflockig präsentiert, mit vielen Bildern, mit sehr persönlichen Eindrücken, mit Interviews, mit interessanten Menschen. Also sehr lesenswertes Buch, um einfach so ein bisschen ein Feeling zu bekommen für diese Stadt. Natürlich auch immer noch empfehlenswert ist dieses Jerusalem-Buch, das natürlich dann den deutlichen Mehrwert enthält, dass es diese Geschichte über uns erzählt. Und ja, das Buch hat mir dann jetzt doch auch Lust gemacht, mal wieder nach Rom zu gehen. Ein wichtiger Ort, der mich damals beeindruckt hat, kommt tatsächlich gar nicht drin. Das ist eine Kirche zum Heiligen Kreuz von Jerusalem, wo eine Reliquie ausgestellt ist, die eine Tafel enthält, die tatsächlich auch nach Ansicht von Forschern ein Überrest von dem ist, was über dem Kreuz von Jesus angeschrieben war. Und auch die Splitter vom Kreuz gibt es zwar immer so die Meinung, ja, das sind alles nur Legenden, aber da ist dann doch was dran, wo man wirklich sagen kann, auch aus archäologischer Sicht sind es durchaus Dinge, die jetzt nicht von vornherein, weil sie als Reliquien verehrt werden, auch Fälschungen sein müssen, sondern ich glaube, diese Kreuzestafel, die ist wirklich tatsächlich authentisch. Und leider steht da nichts drüber drin, aber da hat er dann auch vielleicht für mich noch Dinge offen gelassen, die ich noch irgendwann mal vielleicht in einer neuen Veröffentlichung ergänzen kann. Ich verlinke aber in der Videobeschreibung auch einen Artikel, der schon 10 Jahre alt ist und den ich mal in der Zeitschrift Entscheidung veröffentlicht habe. Da kommt was über dieses Heilige Kreuz drin. Der Stefan Goethe ist jünger als ich, sieht besser aus, ist berühmt und kann viel besser Hochdeutsch,
Aber eines haben wir schon gemeinsam, wir sind auf den Spuren des Glaubens und der Bibel unterwegs und freuen uns an Entdeckungen, die so ein bisschen die Bibel lebendig werden lassen und die auch für unseren Glauben dann bestimmte Auswirkungen haben. Wir sind sozusagen beides so eine Art Bibelabenteurer und laden auch andere Menschen ein, auf das Abenteuer zu gehen, die Bibel für sich zu entdecken und den Glauben für sich zu entdecken. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg mit dem Verkauf dieses Buches. Ich glaube, es gibt schon eine zweite Auflage. Ich bin gespannt, worüber er sein nächstes Buch schreibt. Für mich war es jedenfalls nice to meet you, Stefan. Und wenn ich es rechtzeitig erfahre, gehe ich vielleicht dorthin, wo das nächste Buch entsteht und laufe ihm zufällig über den Weg und texte ihn wieder über irgendwas voll. Und vielleicht gibt es dann auch im nächsten Buch wieder eine Episode über mich oder über irgendwas, was ich mache. Aber falls auch nicht, für mich stellt sich jetzt eigentlich die wichtigste Frage, wie komme ich am schnellsten nach Rom? Und ich wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Folge. Tschüss.